Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man Alexa Echo Show 8 der zweiten Generation in Betrieb nimmt. Die ersten Schritte sozusagen. Das heißt, wir werden es jetzt erstmal auspacken, gucken uns ganz kurz den Lieferumfang an und dann starten wir Alexa und ich zeige euch dann, wie man es richtig einrichtet. Wenn euch das gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr hier einen Daumen nach oben da lasst und auch gern meinen YouTube-Kanal abonniert. Das Ganze ist für euch kostenlos. Mir hilft es hier auf YouTube wahnsinnig weiter. Ich bin auf euren Support angewiesen und ich freue mich auch über jeden neuen Zuschauer, der neu dazukommt. Jetzt würde ich aber sagen, legen wir los. Wir schauen erstmal rein, was alles im Karton drin ist und dann richten wir Alexa, wie gesagt, schnell einmal zusammen ein. Ich habe Alexa jetzt einmal ausgepackt. Ich habe euch das Unboxing erspart. Ich möchte das Video hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Was ist dabei? Einmal eine Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen, unter anderem natürlich auch Deutsch, wie auch erklärt wird, wie man Alexa einrichtet. Das braucht ihr aber nicht, wenn ihr einfach mein Video schaut. Hier haben wir nochmal Sicherheitshinweise. Die solltet ihr euch vielleicht kurz einmal durchschauen. Dann haben wir Alexa hier einmal selbst und natürlich ein Netzteil. Wir müssen das Ganze am Strom anschließen. Das machen wir auch gleich. Und dann habe ich hier von mir selbst noch meine Karte, wo mein WLAN-Schlüssel draufsteht. Denn den braucht ihr jetzt auch gleich als nächstes zum Einrichten. Deshalb bereitet den auf jeden Fall schon mal vor, dass ihr den zur Hand habt, dass ihr dann den WLAN-Schlüssel gleich eingeben könnt, wenn Alexa danach fragt. Das Stromkabel von Alexa kommt hier auf die Rückseite rein. Das passt auch nur einmal. Ihr werdet es garantiert finden. Und jetzt schließen wir Alexa noch einmal an die Steckdose an. Und dann startet Alexa auch schon automatisch. Das hat jetzt ein paar Sekunden gedauert. Und jetzt müssen wir kurz abwarten, was passiert. Alexa ist jetzt einmal hochgefahren, ihr konntet das gerade sehen, man musste selbst nichts machen, nur erstmal abwarten. Jetzt geben wir als erstes mal unsere Sprache ein, Deutsch und Deutschland. Hallo, bereit für die Einrichtung. Nun konntet ihr es lesen, jetzt wurde schon das Netzwerk gesucht. Hier sind jetzt sämtliche Netzwerke, die empfangen werden können. Ich wähle jetzt mein eigenes einmal aus. Muss jetzt einmal den Netzwerkschlüssel eingeben. Ich werde das kurz einmal machen. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Und dann zeige ich euch im nächsten Schritt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt mein WLAN-Passwort eingegeben und jetzt bestätigen wir das hier mit dem Drücken der Taste fertig. Und dann müssen wir noch einmal auf Verbinden klicken. Und jetzt wird die Verbindung hergestellt. Jetzt müssen wir uns noch mit unserem Amazon-Konto einmal verbinden. Wenn ihr jetzt das voreingestellte Konto nehmen wollt, das ist dann das, mit welchem ihr Alexa auch gekauft habt, dann scrollt ihr einfach runter und bestätigt jetzt euer Passwort. Wenn es aber sein soll, dass ihr ein anderes Konto verwenden wollt, in meinem Fall ist es das Konto von meiner Frau, weil die den Amazon Prime Zugang hat und wir da auch die Musik haben, gehe ich jetzt hier auf Konto wechseln. Und gebe jetzt einmal das Amazon-Konto von meiner Frau an, mitsamt dem Passwort. Ich werde das einmal machen und zeige euch dann im nächsten Schritt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die E-Mail-Adresse und das Passwort angegeben von dem Amazon-Konto von meiner Frau. Und wir drücken jetzt hier einmal auf Fertig und bestätigen das Ganze. Jetzt hier nochmal die Zusammenfassung und dann klicken wir jetzt hier auf Anmelden. Ich habe für euch natürlich die persönlichen Daten unkenntlich gemacht. Jetzt ist es so, dass man einen Code bekommt, wenn man sich das erste Mal hier auf dem Gerät anmeldet. Das bekommt ihr, in meinem Fall ist es auf das Handy von meiner Frau. Das heißt, ich muss sie einfach mal kurz fragen, welchen Code sie dort jetzt zugesendet bekommen hat. Und den gebe ich dann hier ein. Und dann ist das neue Gerät auch einmal verifiziert. Ich habe den Code jetzt bekommen und nun gebe ich den hier einmal ein. Den könnt ihr auch ruhig mitlesen, denn der wird nur einmal verwendet. Und jetzt bestätigen wir das Ganze. Jetzt sind wir einmal damit verbunden und jetzt müssen wir
kurz noch einmal abwarten. Ich dachte, man müsste jetzt das Passwort nochmal eingeben. Hätte mich gewundert, weil ich es gerade gemacht habe, aber ich habe gesehen, er ist von automatisch dann weitergesprungen. Wir drücken jetzt hier nochmal auf Weiter. Jetzt wählen wir hier nochmal die Zeitzone. Da könnt ihr auswählen zwischen den verschiedenen Zeitzonen. Die, die aber voreingestellt war, war in dem Fall schon die richtige Normalzeit. Also weiter. Dann haben wir jetzt hier die Adresse, die man angeben kann. Das kann man jetzt überspringen oder halt auch weitermachen. Ich drücke jetzt hier auf Weiter. Für euch ist das natürlich einmal unkenntlich gemacht. Alle persönlichen Daten könnt ihr hier leider nicht sehen oder auch Gott sei Dank. Jetzt kann man hier eine Gruppe zuordnen. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht. Das überspringe ich einfach mal, weil ich das nicht brauche. Und hier können wir jetzt noch das Gerät benennen. Da radiere ich mal weg und gebe jetzt einfach mal einen anderen Namen ein, den ihr auch jetzt nicht lesen könnt. Und bestätige das mit Weiter, denn so heißt jetzt unser Gerät. Fortsetzen. Hier kann man jetzt auswählen, welche Hintergründe man haben will. Natur, Reisen, Kunst, abstrakte Form oder auch Jahreszeiten. Ich wähle hier einfach mal Natur aus. Das sind dann die Hintergrundbilder, die sich in regelmäßigen Abständen immer wieder ändern. Und hier aus dem Themengebiet Natur möchte ich sie halt haben. Und wir drücken wieder weiter. Ja, wie so häufig, wenn man sich ein neues Gerät kauft, ist da meist nicht mehr die aktuelle Software drauf. So auch hier. Das heißt, wir können das Gerät jetzt updaten mit neuer Gerätesoftware. Das würde ich euch immer empfehlen, alleine auch um Sicherheitslücken zu schließen. Deshalb machen wir das auch. Das kann bis zu 10 Minuten dauern, je nach Internetverbindung halt auch mal ein bisschen länger oder auch ein bisschen schneller. Wir laden das jetzt einmal runter. Das Gerät wird aktualisiert. Während das Update installiert wird, wird das Gerät ein paar Mal neu gestartet. Ihr braucht jetzt hier nichts machen, das passiert alles vollautomatisch, also nicht selbst irgendwo versuchen, hier was rumzudrücken, das Gerät an- oder auszuschalten oder gerade Netzstecker zu ziehen. Alles, was jetzt passiert, ist wirklich ein vollautomatischer Vorgang. Ich bin wieder da. Weiter geht's. Ja, der Vorgang hat jetzt tatsächlich gute 10 Minuten gedauert, bis er aktualisiert wurde. Alexa hat sich zweimal neu gestartet und jetzt sind wir sozusagen wieder einsatzbereit. Und jetzt können wir hier die ersten Einstellungen auch noch vornehmen. Ich würde das jetzt in dem Fall einfach mal aktivieren. Das heißt, wir erlauben jetzt Mitgliedern meines oder unseres Haushalts Aufzeichnungen dieser Echo Show Kamera jederzeit und überall über die Alexa App und verbundene Geräte wie ein anderes Echo Show Gerät live zu streamen. Also aktivieren und abschließen. Hier kann man jetzt gleich nochmal ein Audible Abo abschließen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil mir das mit 10 Euro zu teuer ist. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der das nutzt. Also nein, danke. Und auch hier wird nochmal gefragt. Auch hier nein, danke. Ich möchte eigentlich nichts abschließen, sondern das Gerät eigentlich erstmal so mit den vorhandenen Möglichkeiten nutzen. Ich bin jetzt bereit. Frag mich etwas. Ja, nun ist Alexa eingerichtet. Wir fragen einfach mal, Alexa, wie spät ist es? Alexa, wie spät ist es? Es ist 20.09 Uhr. Hab eine gute Nacht. Ja, noch ein bisschen früh zum Schlafen gehen, aber wie ihr gesehen habt, das ist jetzt die erste Einrichtung. Ab jetzt kann man Alexa richtig benutzen. Eingestellt ist es. Man muss immer aufpassen, wenn man jetzt das Wort Alexa sagt. Ihr seht es dann sofort unten, dass meistens dann das Gerät anspringt und hört, was wir sagen, um auf uns reagieren zu können.
Alexa ist jetzt einsatzbereit und eingerichtet. Um aber alle Funktionen nutzen zu können, würde ich euch empfehlen, auch die Alexa-App auf eurem Smartphone zu installieren. Dann könnt ihr auch noch viele weitere Funktionen mit Alexa benutzen. Mhm. Ja, das war jetzt erstmal nur hier die erste Einrichtung zum Alexa Echo Show 8. Ich werde noch einige weitere Videos machen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, empfehle ich euch, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Da kommen noch ein paar interessante Videos. Und ich hoffe dann, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin!